Sandra, was war die Hauptidee hinter eurer ChatGPT-Kampagne? Wir haben das Momentum von ChatGPT letztes Jahr genutzt. ChatGPT war in aller Munde, jeder hat es genutzt, jeder hat es beruflich, privat zu allen möglichen Dingen befragt. Und wir haben gesagt, wenn es um Urlaub in Österreich geht, dann geht es nämlich um Menschen und vor allem auch um Authentizität. Und das wollten wir in den Vordergrund bringen und haben so statt der künstlichen Intelligenz und der Artificial Intelligence, die Authentic Intelligence ins Leben gerufen, um eben echte Menschen Urlaubsempfehlungen, Winterurlaubsempfehlungen für Österreich zu geben. Wie wurde die Kampagne von der Zielgruppe aufgenommen? Sehr gut. Also wir haben relativ wenig Media Spendings gehabt. Für 4 Märkte waren es knapp 200.000 Euro. Wir haben es in Deutschland, Niederlande, Polen und Großbritannien ausgespielt und hatten sehr, sehr gute Erfolge und vor allem auch in der Branche sehr viel Anklang, dass wir den Winter aus Österreich einfach mal anders gezeigt haben, als wir es kennen. Ein super Gegenstück zur KI, aber trotzdem möchte ich an der Stelle fragen, wie wichtig ist für euch KI oder wird es werden? Kann man nicht mehr wegdenken, ist da gekommen, um zu bleiben. Ich persönlich bin ein großer Digitalisierungsfan, weil ich denke, dass so schnell wie die Kommunikation heute ist, wir nur mehr dementsprechend reagieren können, wenn wir die nötigen Tools in der Hand haben. Und da machen uns Tools wie die künstliche Intelligenz und ChatGPT natürlich das Leben sehr, sehr, sehr viel einfacher und sollte ein Standard sein, im Marketing es einzusetzen, egal ob bei der Kreation, aber auch schon bei der Content-Produktion und bei allen Marktforschungsthemen und Analysethemen auch zu den Erfolgen dann. Welche Herausforderungen siehst du für Marken im Generellen? Wir haben also die Digitalisierung auf alle Fälle, also es haben sich unsere Berufe sehr stark verändert. Es geht nicht mehr nur um große Kreationsprozesse und sich selbst zu verwirklichen, sondern es geht vor allem um Performance und auch am Ende des Tages um Ergebnisse, das heißt Return of Investment. Die Art und Weise, wie schnell wir reagieren müssen, wir können uns jetzt nicht erlauben, eine große Kampagne im Jahr zu machen, sondern müssen eigentlich Momente, die in unserer Zielgruppe passieren, Cultural Moments nutzen und so eben die Reichweite auch wieder verlängern zu können für uns. Und gleichzeitig ist auch das Vertrauen in die Marken. Ich glaube, Influencer haben einen berechtigten Grund und sind vor allem deswegen so erfolgreich, weil Marken nicht mehr ganz so erfolgreich sind. Und da müssen wir auch wieder an dem Vertrauen und an der Glaubwürdigkeit und Konsistenz in dem, was wir tun, arbeiten. Welchen Eindruck nimmst du vom Kongress hier mit nach Hause? Sehr gut besucht, eine sehr hohe Qualität, ein guter Mix aus meiner Sicht tourismuslastig oder auch viel aus dem Tourismus, aber schöner Mix auch mit erfolgreichen Brands und hier eben auch Eindrücke zu bekommen, wie machen es denn andere Branchen. Ein sehr hohes Niveau und interessanter Austausch und interessante Diskussionen, die losgetreten worden sind. Vielen Dank.